Jetzt also noch zum König und dann ab nach Dresden. Der Typ aus dem Turm. Meinst du Seth? Prinzessin, du hast deinen Posten verlassen. Du bist sonst immer hier gewesen, dachte ich. Ein goldener Mann. Wie aus Genshin Impact, der Traveler. Der hat ja auch blonde Haare. Goldenara, wie ihn die Arenar nennen. Die meisten Menschen konnten nicht entkommen. Ich glaube, niemand konnte entkommen. Das war sie. Jetzt ist es ein Friedhof. Moment, ich gehe so rüber und dann runter. Was gibt's hier Neues? Sie ist in das südwestliche Meer geflogen. Die Leute sind immer noch ganz aus dem Häuschen. Wenn ich an die Kugeln aus Licht auf dem Meeresgrund denke. Ein verrücktes Licht. Und ich hoffe, sie bleibt auch da. Ist es wahr, dass Agurio von diesem unheimlichen Mann zerstört worden ist? Nein, das war ein Zufall. Über ein sinkendes Schiff aufgeregt. Oh, das muss Merkel gewesen sein. Wer ist das? Ein Freund. Er erfindet Unterseeboote. Unterseeboote? Das sind Schiffe, die unter Wasser fahren können. Wenn ein Schiff unter Wasser fährt, nennt man das Sinken. Nein, Dummkopf. U-Boote tauchen unter Wasser, sie sinken nicht. Wenn sie funktionieren. Hey, ganz ruhig, sind alle deine Leute solche Hitzköpfe? Ich gehe mal die Karte ab, um sicherzustellen, dass es nicht noch weitere Einwohner gibt. Aber alle wichtigen haben sich hier vorne versammelt. Und jetzt sind sie in den Häusern. Mein Opa sagt, das war ein Überwesen. Da hat dein Opa recht. Hallo Opa. Trotzdem spüre ich auch böse Kräfte. Ach stimmt, du hast ja dein Überwesen gedient. Für dich bedeutet das alles, was göttlich oder so ist. Nicht zwangsläufig etwas Böses. Alles Überirdische. Oder Unirdische. So, alle anderen sind wieder in ihren Häusern, nehme ich an. Mein Freund ist Seemann. Popeye the Sailor. Er sagt, hätte etwas Göttliches an sich. Solch eine Anmut und Grazie, wie es versunken ist im Meer. Aber ich kann ihm unter Wasser nicht folgen, ehe ich kein U-Boot habe. Hier ist nichts. Gut. Wohin das nächste ist? Ich schätze mal nach Potravia. Wahrscheinlich.
Da sind wir auch schon. Das war nicht weit weg von hier. Also ich bin auf der richtigen Spur. Eine Elfe. Eintracht. Okay. Auf. Ach, ich kann da nicht durch. Okay. Auf zum Mirgos Labor. Ich brauche mal kurz ein U-Boot. Das Boot. Sie sind perfekt. Jetzt aber. Was ist das für eine Begrüßung? Du bist noch am Leben. Ich bin soweit fertig. Mir fehlt nur noch das richtige Schiff. Exerion. Das Schiff, das aus dem Aurabomb gemacht wurde. Meinst du das im Ernst? Dieses Schiff wäre perfekt. Wo ist es? Wir haben es draußen vor der Stadt geankert. Wir können es jederzeit erholen. Hast du ihn gehört, Tiger? Wollen wir das Schiff umbauen lassen? Nein! Wieso ist Nein überhaupt eine Option? Ich wähle sie einfach mal aus. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Hatte ich auch noch nie gemacht. Weil es über völlig sinnfrei ist. Vielleicht, wenn man noch nicht die Geschichte voran möchte, aber du bist immer noch am Leben. Dann halt nicht. Hatte ich nie ausprobiert. Gut. Lass uns Exerion hierher bringen. Platz da! Einer hat keine Augen, die anderen schon. Ah, jetzt hat er Augen. Das ist also Exerion. Ja, daraus könnten wir ein U-Boot machen. Dann fang an. Los, los. An die Arbeit. Bringt mir die Pläne. Hey, was machst du hier? Oh, spitze Ohren. Jetzt habe ich dich. Du kannst nicht entkommen. Doch kann sie. Was? Mirko, die Pläne, sie wurden gestohlen. Wer hat es getan? Ein Elfenkind. Ich habe es an den Ohren erkannt. Ich habe die spitzen Ohren gesehen, das muss ein Elfe gewesen sein. Aber wir müssen die Pläne unbedingt wiederhaben, sonst ist alles verloren. Alles verloren. Zu schade. Ich dachte, wir könnten das U-Boot fertigstellen. Sie möchte daraus einen Papierflieger machen. Ich bin stinkwütend auf die Elfe. Was ist bloß in sie gefahren? Ist sie besessen? Das Elfenkind ist schuld an den fehlenden Sachen. Kein Wunder, dass wir ewig suchen mussten. Es sah ganz nett aus. Das Kind, das geflüchtet ist, trug Zeichnungen in der Hand. Da ist ein Kind gerannt. Es war so schnell, dass keiner es aufhalten konnte. Haben wir hier draußen auch Texte zum Kind? Vielleicht ist meine Freundin die Elfe, wieder auf dem Berg ohne Wiederkehr.
Das Meer sieht immer noch seltsam aus. Und die da drüben sagt immer noch etwas über die Natur, nehme ich an. Ja? Okay, ich glaube, mehr gibt es hier zur jungen, kleinen Elfin nicht zu sagen. Viele Geheimnisse. Du da, du da. Okay. Dann habe ich alles. Dann darf ich jetzt den Berg ohne Wiederkehr erkunden. Oh, neue Blume. Also, wenn ich alle 8 Dracheneier zusammenbekomme, Sekunde, werde ich... Oh, der Mann ist weg. Mir Obst holen. Die Früchte. Damit ich alle Kapselmonster aufrüsten kann. Das ist immer meine erste Sache. Furr, furr. Das bläst. Da bläst es. So. Jetzt blasen sie sich gegenseitig an und ich kann vorbei. Oh je. Irgendwas muss man da... Also zunächst einmal... Ah, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Einmal das hoch. Dann das dahin. Es ist nicht optimal. Es ist... Ich hätte Essenz weiter hochsetzen müssen. Okay. Aber das kann ich nicht. Doch, ich kann es so machen. So. So. Dann hier rauf. Und was mache ich damit? Hä? Schwierig. Also, ich schiebe erstmal das hier hoch. Dann kann ich das darüber. Ja, das sieht sehr gut aus. So. Ihr bläst nur nach unten, oder? Yep. Doch, ja. Okay. Nein, es jagt mich. Moment, habe ich inzwischen nicht stärkere Feuerzauber? Aber brauche ich stärkere? Ich werde einfach mal weiter geizig sein. Und ganz wenig MP aufbrauchen. Ich glaube, viel Unterschied macht es auch nicht, oder? Wenn man die starken Zauber nimmt. Ich werde es mal beim nächsten ausprobieren. Bei der nächsten Blume oder so. Ist da oben noch etwas? Sieht so aus. So, und ich sollte den... Hä? Ach stimmt, ich kann euch ja verschieben. Aber das hilft mir nicht weiter. Ah, ich muss oben entlang.